A2.2. Verlängert man die Seite AB über B hinaus um x cm und verkürzt gleichzeitig die Strecke DL von D aus um x cm, so entstehen für x Element von R und x Element von 0 bis 4 Trapeze ABN CNDN mit ABN parallel zu CNDN und CNDN sind immer 4,5 cm. Zeichnen Sie das Trapez AB1 C1 D1 für x gleich 2 in die Zeichnung zur A2.0 ein. So, schwierig ist es hier auf dem Tablet zu zeichnen, weil es nicht ganz maßstabsgetreu ist, aber ich versuche es mal so weit wie möglich zu machen. Wichtigsten Informationen ist, man soll die Seite AB über B hinaus um x cm verlängern. Also irgendwie geht hier der Punkt B da hinaus. Was gibt es noch? Die Strecke DL von D aus um x cm verkürzen. Das heißt, der Punkt B geht hier irgendwo nach unten. Und wichtig ist, die Strecke CNDN, also die da, die bleibt immer 4,5 cm lang. Die darf nicht länger werden. Hat den Hintergrund, dass der Punkt C nicht auf der Strecke CB liegt, sondern irgendwo senkrecht nach unten geht. Also markieren wir es noch, CB sind immer 4,5 und jetzt heißt es, man soll es für x gleich 2 zeichnen. Ich fange jetzt mit dem Punkt B an, über B hinaus um 2 cm verlängern. Also landet er ungefähr hier. Dann der Punkt D soll um die Strecke DL um 2 cm verkürzen. Also landet er der Punkt hier. Und jetzt DN, CN sind weiterhin 4,5 cm. Da kann man sich jetzt eine Hilfslinie einzeichnen von C einfach senkrecht nach unten. Und dann liegt hier der Punkt C1. So, noch C1 und B1 verbinden und dann noch zum Schluss A und D1 verbinden. Und dann hat man die neuen Trapeze.